Leute, so sehen wir das ja in Berlin aus. Low tier Bullshit. Aber wenigstens spielt er den Chirurg. Ja, wenn ich gerade schon der kurze Dr. Marius bin, ne? Wenn ich gerade Little Mac Dittos haben, wenn das dann ist, dann ist halt Little Mac Dinkdog. Ja, und bisher ist Sam's auf jeden Fall nicht beeindruckt von dem Pick. Hat direkt schmatzige 44% reingehauen. Und da kommt. Ja, okay, Docker hat natürlich keine Kombos. Der Charakter sackt halt. Und oh, das war ein bisschen sehr langer Lied. Aber mal gucken, vielleicht findet der jetzt bei dem Netflapping eine gute Situation. Okay, sieht nicht so aus. Hamster Jab gegen Geister. Oh, das war. Wenn es getroffen hätte, wäre es heftig gewesen. Und jetzt gibt es hier ein paar Pillen. Ja, das ist auch ungewöhnlich. Der trifft ihn normalerweise. Oh, und da, der ist mir fertig. Ja. Hamster, Magie einfach. Ah, trotzdem, ne, mit den paar Stray Hits so, sind es fast 72%. Das ist schon mal 85. Und ich meine, ja, wird ihn halt wahrscheinlich gegen den einfach schon versuchen. Ja, versucht gerade das Cape, habe ich gesehen, aber scheint gegen die Abwehr nicht zu funktionieren. Und davor hatte die Seite zu capen, aber hat nicht getroffen. Okay, hier schon wieder nicht. Ich weiß nicht, also, ich glaube, die hat halt eine Hitbox weiter unten, auf jeden Fall, das Cape von Doc, als bei Mario. Vielleicht kann er ihn halt damit two-frame besser. Aber mal gucken, wir müssen es bisher auf jeden Fall nochmal sehen. Also, selbst das heißt, wenn er von getwo-framed ist, ist dann natürlich nicht der Tod für den Mac. Ja. Ah, vielleicht kann er dann. Also, wenn du Side-B triffst, natürlich schon. Aber die Abi sollte ja da relativ easy keine Probleme mit haben. Okay, ein paar Mac-Air-Kombos. Oh. Versucht zum Wave-Landing, aber Moodle ist rechtzeitig, um näher reagieren. Oh, jetzt wird ein bisschen Futz-Do gefahren. Ja, sieht gerade ganz schlecht aus. Na gut, da hat er die Opportunity gehabt, aber. Und da jetzt Cap? Ne, diesmal geht er für den Spike. Daumen mehr. Jetzt ist der KO-Punch-Up. Oh, der, oh Gott. Der Nahrung ist gelinkt, hat er den direkt gehabt. Ja, das ist natürlich so eine Sache, wo er sich im Verlauf des Sets auch dran gewöhnen muss. Ja. An den Dr. Zombie. Oh, ja. Kein Maschen gegen ihn, ey. Das darfst du echt nicht. Der hat genau seine Momente und dann. Oh, interessant. Ja, das funktioniert. Aber das muss er wahrscheinlich. Der hat er wahrscheinlich schon Zeit B gedrückt, ne? Dass das getroffen hat. Muss der Hitbox irgendwie extended worden sein. Ich glaube, er hat zweimal Uptilt versucht, eigentlich. Aber, oder aber ich weiß nicht genau, aber ich denke, normalerweise macht Hamster bei sowas immer zweimal Uptilt, glaube ich. Okay. Jetzt wird's ein bisschen schwieriger mit Doc, ne? Jetzt, so, wenn du den Lead nicht hast, ist natürlich. Ekelhaft und auf Deutsch natürlich super stressig, aber jetzt geht Hamster Edgeguarden. Ja. Ja. Da ist der Air-Mac halt echt. Edgeguarden. Ich meine, Dr. Mario, der kann halt wirklich von jedem Charakter geedgeguardet werden. Nur von Boris. Selbst ein Charakter, der nicht springen könnte, konnte ihn wahrscheinlich irgendwie edgeguarden. Von Dr. Mario ist ein bisschen schwer, aber. Ja, schon, aber. Auch wirklich. Das ist 1-0 für SK und Story. Mal sehen, ob wir einen Switch sehen. Ja, anscheinend, ich glaube, der Daniel hat gerade auf Falco geändert. Oh, besser mehr als wir. Ich will nur Bescheid, sagt ja. Das ist der Battlefield. Oh, und jetzt gehen sie auf Battlefield. Ja, dann wird es wahrscheinlich nicht der Falco sein. Ja, der Hamster mag die Stage. Deswegen sollen wir mal gegen Little Mac bestimmt nicht Battlefield picken. Ja. Mit Falco kann ich mir schon vorstellen, dass das trotzdem noch gut ist. Gucken wir, der spielt den grünen Falco. Den Öko. Es gibt jetzt einen guten Falco-Advantage, wenn er das richtig macht. Okay, kein Blackdown bekommen, nur 36. Da wieder die Anti-Airs von Hamster, typisch. Oh, krass. Auch ein neues Mix-Up, das habe ich bisher noch nicht gesehen von ihm. Oh, why not? Okay, das ist auch neues Mix-Up. Ja. Und das irgendwie besser funktioniert als erwartet. Ja. Oh. Jetzt gibt er eben Lasers, aber das kann nicht. Oh! Oh. Laser nehmen wir schon auch interessant. Ja, eigentlich, ich finde, wenn man deckt, das kann man fast nie drücken, weil wenn man deckt einfach zu schnell ist das krass. Aber ich finde so krass, ey, in so einer Situation, ich bin so jemand, der hält immer Schild bei sowas, aber Moodle schafft es auch, wenn er schon geparried wird, halt noch so krass immer, um bei so tödliche Options rumzuspielen und daraus einen Punish zu bekommen, das finde ich bei irgendwie so heftig. Wie gut der halt irgendwie gerade einen KO Punch manipuliert hat quasi, das war schon doof. Oh, das war aber ein krasser Air Dodge gerade. Komplett ein Nair ausgestellt. Das ist kein Kill? Doch. Oh, böse. Ja. Da, er wird einfach von Little Mac geplattformt. Sieht man auch nicht allen Tag. Oh,
Und da klingt die Hitbox mit dem Uptilt, aber kann einfach früh früher acten, Digga. So ein komisches Stuff, den wir heute sehen. Okay, ja. Okay, er countert hier mit seinem eigenen Uptilt. Wahrscheinlich, weil da haben sie da in seinen Uptilt gekommen. Hätte denkt noch böser Winkel, aber nicht geschafft zu adwärmen. Aber überlegt. Der Carol Punch ist ab. Hamster wird generell einfach. Ja, gerade gut drin, nicht geadwärmt zu werden. Aber da gerade die Landing Hitbox von ja, war das, glaube ich. Die war ein bisschen sehr groß. Aber ja, die sah ein bisschen weird aus, aber hat sich geklappt. Abtot. Okay, er wird juggelt weiter. Das ist eine gefährliche Position für uns. Der ist hinter wie ich. Das ist nicht so einfach. Die Side-Beat ist zu contesten. Ja. Also da musst du halt echt warten, dass du, dass er quasi weiter weg ist und seinen Jumper nutzen musst, dass du dann halt das quasi, glaube ich, dass du dir zurückwerfen kannst und dann halt die Hitbox quasi auswartest. Kann man nicht. Oh, aber da hat er ihn jetzt gleich. Sehr schön. Sehr schön. Das ist Hamza auf, missfallen da. Das geht, oh ja, aber er ist direkt zurück. Ich modeln uns mit Humor. Und jetzt ist das zweite Game der Lieben. So viel dazu. Schöne Tech Chases und hier direkt wieder bei 40. Oha! Ich hätte gedacht, der Armut. Box, Box. Da schon wieder. Das war dieselbe Interaction, aber diesmal läuft mit Up-Tilt statt Up-Smash, oder? Das ist gerade nicht ganz so wahr. Ich glaube, es hat wieder was geklemmt. Und Panzer konnte einfach früher acten. Das sind 4, 85. Aber KO-Punch. Aber KO-Punch. Danach nicht mehr. Den hat er nicht mehr. Jetzt ist gefährlich. Oh, ja, aber das war sehr committed natürlich. Oh, Panik! Oh, ich glaube, das sollte Amerikaner. Sein. Ah, da bleibt er bestimmt abbiegen. Okay, geht es mal einfach. Oh, ohne kein Spike. Was, kein wahrscheinlich reingehalten. Also, der Spike aber nicht. Oh, sehr schön. Er kommt mit ganz neuen Next-Ups, ey, wirklich. Armor durch die Side-Beat, Digga. Das hat ihn auch kommen können. Ich glaube, da hat er den Backup gefangen können. So, das muss eigentlich der Fall nicht sein, also. Konter trifft nicht gerade so, wie macht er das? Ja, jetzt könnte es auch für den Moodle gefährlich werden, okay, Astro. Oh mein Gott! Helen Mackerel, das ist ja so bitter, weil wir uns übertacken können. Da hat er ihn auf sich gebracht und so, okay. Onstage ist die Situation halt einfach für Moodle so scary, weil Little Mac einfach bloß irgendeinen Stray-Hit braucht. Ja. Und Falco dann zumindest aus der Luft kommen muss irgendwie für eine Combo oder für ein... Aber das war gerade das Traurigste, was ich mir vorstellen kann, ey. 2-0. Haben es leider gerade fast verloren, aber dann ist Moodle Offstage gegangen, rotes Stage-Back von Zeigby, der noch nicht einmal erfolgreich geerdgartet hat, glaube ich. Und das war sehr schmerzhaft auf jeden Fall, das war wirklich, wirklich schmerzhaft. Und wahrscheinlich bin ich dann gleich dran und muss gegen Strobo spielen. Möchtest du für mich übernehmen, Kiste? Arsch. So muss das. Mal gucken, wie gegen 3 läuft. Er geht wieder auf Battlefield. Hamster hat auch bei Open Stage. Die Reverse Fair. Ist auch nicht so persönlich gemeint. Doch. Doch, Digga. Ich hasse euch alle. Oh, er überlebt, er überlebt. Und wird jetzt catch guarded? Ja, tatsächlich. Er hat einfach Double Hero. Oh, aber da benutzt einen anderen Enkel. Danke, danke, ich counterpicked. Den Double Bowser. Ja. Weil die eigentlich schon gut ist, bevor gute Stage. Ja, das ist ein Hamster Stage auf jeden Fall. Wir sehen auch gerade. Wahrscheinlich hat er auch ein anderes Stage, die Airband. Ich meine, FD willst du halt auch nicht gegen Mac spielen, da bist du halt als Falco kacke. Und Mac ist auch gut. Ich habe heute alle 3 Games gegen Hamster Yoshis gespielt. Ich dachte, der wäre voll scheiße für. Ja, Mac, aber er scheint halt nicht ganz so zu denken. Du musst halt interacten viel, aber du hast auch ja, nicht viel sowieso. Also in einer großen Stage kann er halt die Speed ausnutzen auch. Ja, aber dafür kannst du halt eine Edgeguard-Situation haben in einer kleinen Stage. Er kommt halt nicht an die Plattform ran. So. Da kann man gut Plattform kämpfen. Und ich glaube, ich gehe schon mal auf Klo, damit ich bis zum nächsten Mal fertig bin, weil das gerade sieht. Ja, wobei, ne? Ja? Na? Kommen Sie her. Kommen Sie, kommen Sie. Ah, so, willkommen. Mal gucken, ob jetzt actually sein Brain aktiviert. Okay. Geister sind schon mal schlecht. Oh. Ja, 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 ja.
genauso wie ein Bulle gerade. Nächsten Kill? Nö. Aber Chaos Patch ist weg, das ist schon mal ganz praktisch. Kann er nicht punishen. Alter, Junge. Direkt zu einer Enkelzeit. Das war eine Jump-Option. Gute Catch, ja. Ein dritter Hit. Das ist, glaube ich, ein F-Tilt erwartet oder so. Oh, da kommt die Abtilt, da kommt die Abtilt. Oh, kein Tag. Schade. Jetzt muss aufpassen. Sein Schild ist so ein bisschen low. Was? Sein Schild ist ein bisschen low. Ja. Letztlich. Vorsicht. Oh. Oh no, er macht Hamster Schild. Mein Gott, Hamster kommt raus. Der Körperwatch ist da. Ich hab Angst. Was passiert denn hier? Okay, gut. Alles beruhigend. Was ist dieses Set? Oh! Du bist abgeschossen mit dem Laser! Oh, der Down Smash trifft ihn im 2-Frame oder. Hat, glaube ich, nicht die ganze Karte gegrabt, aber. Schüttelt aber trotzdem den Kopf. Aber Hamster ist halt einfach krass. 2-1. Der Support ist für beide da. Let's go, beide! Jetzt go Joe Biden. Ihr gewinnt schon. Ihr schafft es. Verliert nicht gegen den anderen. Können wir nicht einmal freundschaftlich sagen, dass beide gewinnen? Nee, sind wir nicht alle Gewinner des Turniers? Oh mein Gott. Das ist doch gut. Was ist denn meine Aussage? Tauscht dich jemanden aus Winners mit Losers? Das passt. Ja. Ich meine, er ist jetzt hier. Gibt bestimmt jemanden, der keinen Bock auf Winners hat. Ich kann fragen, ob irgendwer tauschen will. Es geht weiter! 2-1! Small Battlefield ist der Counterpick von Hamster. Sollte auch besser sein, wo du einfach auch Kills getroffen hat, indem er auf den Topf hat, gebracht hat und dann. Oh, ja, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? 15 Sekunden, nicht mal! Und der Stock, der ist gone! Ja, warum spielst du nicht jeden Stock so? Gerade Fair Landing gestoppt. Oh, mein Gott, Low Profile ist danach vorbei. Nach oder noch? Da sieht er jetzt ein paar nicht. Und Little Mac, auch wenn seine Arrows nicht krass sind, sie sind trotzdem schnell und können Kombos unterbrechen. Armor durch den Laser. Oh, die Beefy AP. Schön. Und der Waze. Opatsch ist noch an Bord. Oh oh. Oh. Nice try. Körperwunsch ist raus. Kriegt er den Kill raus? Ah, nicht ganz. Zu lange zu, ja. Ich hab den Wait gemacht, aber Hamster ein bisschen gefasst. Ich glaube, dafür war ich bereit. Usual get up smash. Wer kennt's? 113% da. Oh. Das hätte gefährlich sein können. Oh. Oh. Das sind halt nur diese paar Hits, die Hamster braucht, ne? Jetzt spielen sie Fuzzis. Oh, schön, die Back avoided. Oh mein Gott! Das war's von dem Stuff. Hamster? 99% nach dem Stuff. Ist das der Druck, den er auf einen drauf hat? Das ist doch insane, ne? Mit diesem Charakter. Oh, okay. Die Mac Aerials sind zu. Oh mein Gott! Was haben wir hier gerade gesehen? Oh, Alter, der packt den ja permanent. Alter, oh mein Gott. Der holt die Panic Air Dodges aus Müll raus. Sowas von. Von jedem Yo. Einfach. Insane. Nur die besten der Best Jumps dann. Insane, das ist gar nicht zu panicken. 15 Sekunden hat er Advantage gespielt und hat er gewonnen. Jo, congrats an Hamster. Stabiler Win auf jeden Fall. Die tut sich hier. Oh, oh, es geht weiter. Er gewinnt einfach alles. <ein Sieben. lacht> Okay, gehen wir wieder zurück. Wo? Oh, modifiert. Oh, minus 2.